Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zur Vorstellung, hier auch jetzt auf diesem Kanal, auf dem Hauptkanal von The Great War Western Front, in dem Fall der Public Demo. Das hier ist also wie gesagt nur eine Demo zum eigentlichen Hauptspiel, das am 30.03.2023 erscheinen wird, und zwar auf Steam. Es gibt auch einen Rabattcode dafür, dazu kommen wir gleich. Das Spiel wird gepublished von Frontier Foundry und Frontier Developments und gemacht wird es von Petroglyph Games. Mir wurde zunächst einmal ein Paid-Stream vorgeschlagen, den habe ich auch durchgeführt und danach habe ich Blut geleckt und habe noch einen zweiten Stream hinterhergeschoben. Falls ihr euch diese beiden Streams anschauen wollt, die gibt es entweder auf twitch.tv/merp, meinem Twitch-Kanal, oder auf meinem zweiten YouTube-Kanal, Merp Uncut. Da ist auf jeden Fall jetzt schon das erste Video dazu draußen, wo ich hier das Tutorial spiele. Und das hat satte 3,5 Stunden gedauert, das Tutorial zu spielen. Also ihr seht, das Spiel hat eine gewisse Größe, weil es halt ein Grand Strategy Game ist. Und dieses Spiel ist deswegen so besonders, weil es einerseits auf den ersten Blick so ein bisschen an ein klassisches Wargame erinnert. Hier oben könnt ihr es schon grob so sehen, ne? Wir haben so Hexfelder, auf denen wir dann Armeen platzieren und so weiter und so fort und Kampfgruppen. Aber wir haben auch eine Total War-Ebene. Denn wir können dann, wenn wir bestimmte Hexfelder angreifen, also die Grenze verschieben wollen, in Echtzeitschlachten hineingehen oder uns entscheiden, das Ganze durch die KI berechnen zu lassen. Das selber Spielen ist natürlich, wenn man Skill hat, deutlich sinnvoller, weil man dadurch bessere Siege erzielen kann. Aber dazu muss man erstmal die grundlegenden Spielmechaniken und auch quasi die Idee der Kampfführung des Ersten Weltkrieges verstehen. Einfach Männer vorwerfen wird im Zweifelsfall einfach scheitern, weil es zu viele Gegenmaßnahmen gibt. Also da gibt es sehr, sehr interessante Spielmechaniken, die ich euch jetzt hier auch gleich zeigen möchte. Falls ihr euch also, wie gesagt, für dieses Spiel interessiert und ihr sagt quasi, boah, das holt mich volle Kanne ab, dann dürft ihr gerne mit meinem Partnershop Gamesplan vorbeischauen, denn da gibt es einen ordentlichen Rabatt mit dem Rabattcode MERPFRONT. Unten in der Videobeschreibung steht alles, was ihr dazu wissen müsst. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei jedem, der sich das Ding über den Affiliate-Link, der da unten ist, der euch direkt ins Spiel hinführt, kauft. So, also gehen wir mal rein. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das Ganze abläuft. Im fertigen Spiel werden wir zwei verschiedene Kampagnen spielen können. Einmal auf der Seite der Alliierten oder der Entente, wie sie eigentlich korrekt heißt, und auf der anderen Seite der Central Powers, weil das Spiel heißt Western Front. Ich gehe deswegen momentan davon aus, kann es aber nicht überprüfen, dass es sich dabei eigentlich nur um das Deutsche Kaiserreich handelt. Jetzt im momentanen Spiel können wir ein Tutorial spielen. Das kann ich überspringen, weil ich schon gespielt habe. Und da können wir danach ein bisschen weiterspielen. Das ist so kurz vor Kriegsende 1918. Es gibt dann auch noch später im Spiel, wie es sind, historische Schlachten, also so Szenarien könnte man sagen, die man spielen kann. Skirmish, da spielt man nur Schlachten, also ohne irgendwelche Kampagnen-Spielmechaniken. Und es soll wohl auch einen Multiplayer geben. Ich habe aber keine Ahnung, wie dieser Multiplayer sich darstellt. Ich habe keine Ahnung, ob das eine Kampagne ist. Ich habe keine Ahnung, ob das auch nur Schlachten sind. Das weiß ich schlicht und ergreifend einfach noch nicht, weil ihr seht, es ist in der Demo noch nicht möglich. So, gehen wir mal rein. Wir gehen jetzt hier in die Tutorial-Kampagne und ich kann jetzt hier diese verschiedenen Kategorien auswählen. Und jetzt gehe ich hier Continuing the War. Das ist quasi das Ende des Spiels. So, und das Spiel insgesamt wird auch hier immer wieder sehr schön untermalt mit solchen Bildern aus der damaligen Zeit von vor 100 Jahren und auch aus kleinen Videoaufnahmen, wie ich euch jetzt hier gleich eine präsentieren werde, denn hier kommt nämlich jetzt gleich eine, sobald der Ladebildschirm durchgelaufen ist. So, und jetzt. In the end, I still don't know exactly the reasons why the Great War started. Or what it was intended to accomplish, but I do know what the results were. Four empires that crumbled into history, and a bunch of changed borders. Those changes couldn't wipe away the hard feelings that simmered after the war ended. I decided to continue my military career and eventually earned the rank of captain. Perhaps not the smartest move, as those hard feelings boiled over into another world war only a little over 20 years later. Also ihr seht, da gibt es immer wieder mal so ein paar nette geschichtliche Darstellungen, so zeitzeugenartige Berichte, einfach so, um so ein bisschen Immersion zu erzeugen. So, wir machen jetzt natürlich Keep Playing, weil ich euch ein paar Sachen zeigen möchte. Also, dieses Spiel startet im Grunde sozusagen jetzt für uns hier am Ende des Krieges in diesem Tutorial. Im Originalspiel gehe ich davon aus, ohne es zu wissen, dass wir natürlich von Kriegsbeginn an spielen können. Das würde nämlich auch Sinn machen aufgrund der Spielmechaniken, die hier drin sind. Wir haben hier die Ausgangssituation, also quasi, dass wir jetzt hier den Grabenkrieg hier haben, quasi von kurz vor Calais.
bis runterwärts hier nach Sabor. Die Deutschen haben Kreuznach als Hauptquartier, die Franzosen haben Paris als Hauptquartier. Dort spawnen auch unsere Einheiten, wenn wir neue bekommen. Normalerweise ist es so, dass wir neue Einheiten nicht so einfach so bekommen, mit Ausnahme von Maschinen. Maschinen können wir kaufen, also im Sinne von Flugzeugen und im Sinne von Panzern und auch von Belagerungsartillerie. Alles andere bekommen wir auf eventbasierter Art und Weise, also indem wir Missionen erledigen. Das Spiel hat immer wieder so Missionen, ey, nimm das und das ein oder mach dieses und jenes, sorge dafür und so weiter und so fort. Oder verhindere. Und dann bekommen wir dann normalerweise Einheiten geschenkt. Das habe ich auch im Tutorial so erlebt, wird auch so erklärt. Diese anderen Sachen können wir mit sogenannten nationalen Goldreserven kaufen sollte man trotzdem sehr, sehr sparsam damit umgehen. Denn diese nationalen Goldreserven, die können wir auch benutzen, um zum Beispiel dann hier globale Versorgung uns zu kaufen. Übrigens, das Spiel wird auch auf Deutsch rauskommen. Kann ich euch jetzt schon mal hier beruhigen. Nachschubreserven brauchen wir, um überhaupt Schlachten schlagen zu können, um unsere Gebiete auszubauen, um angreifen oder verteidigen zu können. Die Situation ist hier die, dass wir also quasi diese Goldreserven dann zum Beispiel benutzen, um Aktionen in bestimmten Provinzen hier durchzuführen, wie zum Beispiel jetzt hier im Château Thierry, wo ich dann, also in jedem einzelnen dieser Provinzen kann ich dann quasi also 6 verschiedene Arten von Gebäuden ausbauen. Wie hoch ich die ausbauen kann, hängt von meiner Technologiestufe ab. Ja, Forschung ist auch drin. Und ihr seht auch hier, da gibt es so unterschiedlich viele Sterne und diese Sterne sagen im Grunde eigentlich, wie sicher dieses Gebiet eigentlich gehalten wird. Gebiete, die nur noch einen Stern haben, stehen de facto kurz vor dem Fall. Ihr seht, hier ist schon mal ein Stern weg. Wir haben hier schon 3 Sterne verloren. Das bedeutet letzten Endes, also wenn man jetzt hier nochmal angreift und einen glorreichen Sieg erzielt, dann würde dieses Gebiet fallen und dann würden hier jetzt in dem Fall die Deutschen aus Rethel vertrieben werden und müssten sich zurückziehen und wir könnten hier reinrücken. Währenddessen es bei uns jetzt mit Château Thierry genauso andersrum wäre, wenn die KI uns jetzt hier angreifen würde und wir verlieren würden. Truppen können wir hier relativ einfach verschieben. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel einfach jetzt hier meine Siege-Artillerie hier rüber bewegen. Ihr seht aber, die ist jetzt ausgegraut. Warum ist das so? Ganz einfach, das zeigt, sie hat sich diese Runde bewegt. Könnte also diese Runde nicht mehr bei einem Offensivangriff mitmachen. Erst nächste Runde. Also das ist sozusagen ein Bewegen- oder Angreifen-Modus. Wenn wir allerdings angegriffen würden, dürfte auch die bewegte Einheit sich am Kampf beteiligen. In der Defensive halt, ne? Also ihr seht, das Spiel ist hier sehr, sehr stark auf diesen Stellungskrieg ausgelegt. Das seht ihr dann auch in den Echtzeitschlachten, die dieses Spiel hier für uns parat hält. Ja, und dann schauen wir uns gerade eben mal hier den Tech-Tree an. Ihr seht, es gibt 6 verschiedene Kategorien. Infanterie, Fliegen, Grabenkriegsführung, Engineering, Logistik und Intelligence, also Aufklärung. Da ist eine ganze Menge drin. Da könnt ihr eure Einheiten verbessern, neue Einheiten freischalten und so weiter und so fort. Neue Möglichkeiten, Verbesserungen. Das ist zu viel, um das jetzt hier einfach mal alles zu besprechen. Es ist wirklich eine ganze Menge drin. So, wir bekommen jede Runde, bekommen wir globale Goldreserven, auch in Abhängigkeit unserer Tech-Stufe, also was wir geforscht haben. Und wir bekommen auch jede Runde Forschungspunkte, die wir dann letzten Endes ausgeben können. Jede Runde verbraucht einen Monat des Krieges, zumindest in der aktuellen Kampagne, die ich jetzt hier gesehen habe. Wie das im Originalspiel dann sein wird, kann ich nur vermuten, dass es ähnlich ist, vielleicht sogar gleich. Hier oben, das wird euch schon die ganze Zeit fragen, was ist das? Das ist der nationale Wille zum Sieg. Wenn der auf Null fällt, hat die Seite, die auf Null fällt, verloren. Das heißt also, man muss immer gucken, dass das oben bleibt. Und der nationale Wille zum Sieg, der wird durch ganz, ganz viele Sachen modifiziert. Events, Schlachten und so weiter und so fort. Das heißt also, wenn wir gewinnen, dann bekommen wir vielleicht nationalen Willen in einer Schlacht. Wenn der Gegner verliert, dann verliert er nationalen Willen und bei Null ist halt GG. Wir können auch Spionageaktionen durchführen, wie jetzt hier zum Beispiel Region Intel. Das aktiviere ich jetzt hier mal. Das ist allerdings nicht sofort aktiv. Das dauert 3 Turns, bis wir dann diese Informationen generieren. Man kann auch, wie ihr sehen könnt, diese Army Intel benutzen. Reveals the number of types of all military units in all enemy regions. Das mache ich auch mal gerade eben. Das hat jetzt auch geklappt. Und jetzt sehe ich zum ersten Mal, aha, guck mal. Die Deutschen haben hier ja viel mehr. Die haben ja hier richtig Truppen drin stehen. Das wussten wir vorher gar nicht, ne? Dafür müssen wir halt aufklären in diesem Gebiet, wenn wir wo angreifen wollen. Und kostet uns halt jedes Mal ein bisschen Geld. Wir sehen jetzt also quasi, dass die Deutschen hier 2 Air Wings haben. Also 2 Flieger-Truppen, die sie hier haben.
Dann haben sie viermal Conscripts. Conscripts sind einfach nur Rekruten. Dann haben sie hier zwei enorm reguläre Infanteriechöre und ein deutsches Panzerbataillon. Das sehen wir jetzt hier mit diesem Kasten, der hier rumsteht. Also das heißt, dass ein Angriff 4 gar nicht so einfach wäre. In so einer Situation wäre es dann sinnvoll, seine Kampfkraft auf jeden Fall zu verstärken, damit es hier quasi zu keinem Debakel kommt. Man kann auch die Truppen aufteilen, wie ihr seht, indem ich zum Beispiel sage, ich möchte jetzt hier diese Amerikaner, keine Ahnung, nach Nancy verlegen und so weiter und so fort. Wichtig zu wissen ist, ne, wir können zum Beispiel Flugzeuge natürlich nur da einsetzen, wo wir auch ein Flugfeld gebaut haben. Das habe ich jetzt hier zum Beispiel getan. Und es macht natürlich auch nur Sinn, letzten Endes quasi irgendwo anzugreifen, wo man dann auch seinen Supply ausgebaut hat. Dazu komme ich jetzt hier letzten Endes zu den Gebäuden, die ich in jeder dieser Provinzen bauen kann. Die sorgen dafür, dass ich in der Schlacht mehr Versorgung habe, also länger kämpfen kann, länger Truppen nachschicken kann in die Gräben, um dafür zu sorgen, dass wir eine Situation standhalten können oder auch mehr angreifen können. Es gibt also neben der Logistik hier, gibt es wie gesagt ein Flugfeld, dann gibt es hier ein Feldhospital, das dafür sorgt quasi, dass wir also weniger Verluste erleiden und damit auch weniger nationalen Willen durch Verluste verlieren. Es gibt die Möglichkeit hier, wie ihr sehen könnt, eine Werkstatt zu errichten, die wiederum die Kosten von Panzern reduzieren. Das mache ich jetzt hier gerade eben auch mal just for fun mal rein. Aber ihr seht, ne, man muss da sehr, sehr krass haushalten. Im echten Spiel würde ich das nie so machen. Ich zeige euch einfach nur, dass ich das machen kann. Weil diese Bauten, die sind halt immer nur auf diese einzelne Provinz begrenzt. Wenn ich jetzt hier vorrücke und zum Beispiel Rethel nehme, ja, dann habe ich halt die Situation, dass dann halt zwar immer noch Surmaren hier gut ausgebaut ist, aber Rethel halt nicht, ne? Und wenn ich nie wieder hier kämpfe, habe ich jede Menge Punkte jetzt hier in dieses Gebiet hineinklabastert. Nur um dann festzustellen, ja, das ist schön, dass es da rumsteht, aber es ist weg für immer und wird nicht mehr benutzt. Das heißt also, man muss sich gut überlegen, wo setze ich meine Ressourcen sinnvoll ein und wo halt nicht. So, ich zeige euch auch gerade immer nochmal, wie ich jetzt hier nochmal Geld ausgebe. Ich mache jetzt hier nochmal ein bisschen mehr globale Supply, habe ich nochmal ein bisschen gekauft. Kaufe auch nochmal, um euch das zu zeigen, hier einen Flieger, der bei den Briten hier in Calais rauskommt. Hätte ich jetzt nicht tun müssen, da haben wir wahrlich noch genug, die wir jetzt hier noch reinschieben könnten. Aber das lasse ich jetzt hier gerade eben mal sein. Und wir gehen jetzt einfach mal so in den nächsten Turn, nur damit ihr mal seht, was dann hier letzten Endes passiert. Und da passiert schon etwas, ne? Die KI ist natürlich auch nicht untätig. Wir haben jetzt hier eine Schlacht zu schlagen. Die Deutschen greifen hier an und das ist jetzt der Total War Modus. Die greifen jetzt hier mit 6 Korps an und wir haben relativ wenig. Aber wir können jetzt hier einfach mal eine Verteidigungsschlacht machen. Wir könnten das Ganze berechnen, aber ihr seht, das Spiel sagt uns, das werden wir eher verlieren. Deswegen werden wir es hier erstmal versuchen, das Ganze jetzt hier zu verteidigen. Und wir wissen überhaupt nicht, was kommt. Was schön allerdings ist, ist, dass wir hier immer sehen können, was da sozusagen für diese Gebiete, für irgendwelche historischen Referenzen sind. Ne? Da haben die Entwickler sich für diese Gebiete so ein bisschen was ausgedacht und immer so ein paar kleine Texte reingemacht für die Geschichtsinteressierten unter euch. So, ihr seht, wir haben jetzt hier 80 Kompanien normale Infanterie, 4 Kompanien Flammenwerfer, 4 Kompanien Grenadiere, die heißen hier allerdings Raider. Also bei den Franzosen heißen die Raider, bei den Deutschen heißen die Grenadiere und 4 leichte und 4 schwere Artillerie. So, das hier ist jetzt hier der Schlachtfeldmodus. Die Schlachten werden unterteilt in 2 Phasen. Einmal die Bauphase und das zweite ist dann die eigentliche Schlacht. In der Bauphase geben wir hier unten unseren Supply aus. Der Supply hängt unter anderem davon ab, welche Supply-Gebäude wir haben. Wir haben jetzt hier sehr, sehr wenig Supply. Ihr seht allerdings, dass wir jetzt hier schon sehr, sehr viele Gräben an der Stelle haben. Und ich werde jetzt einfach mal meine Truppen hier schon mal da so ein bisschen reinsetzen und schon mal ein bisschen Verteidigungslinien auch machen. Das mache ich deswegen, weil am Anfang, jetzt in dieser Phase, ist es schlicht günstiger, die Truppen zu platzieren. In der späteren Schlacht ist es teurer. So. Das machen wir jetzt hier gerade eben mal schnell, also auf der gesamten breiten Front, weil wir wissen momentan noch nicht, wo der Feind angreifen wird. So, Sekunde. Ah, noch ist es ein bisschen schwierig, das immer zu treffen. Und ihr seht, ne, ich kann bis zu 30 Einheiten setzen. Das kostet halt jedes Mal dann quasi so einen Bauslot. Ich kann aber natürlich auch andere Sachen machen, wie zum Beispiel Artillerie. Also leicht und schwere Feldartillerie setzen.
An dieser Stelle würde ich dann zum Beispiel jetzt einfach mal hier eine Artillerie setzen. Man sieht es auch oben rechts auf der Karte, wo die dann sozusagen wirken können. Und hier noch eine zweite, damit es nicht so übertrieben teuer wird. Und wir können noch Maschinengewehrnester setzen, die dann zum Beispiel für uns hier dieses Gebiet hier abdecken. Dann gehen wir noch da drüben hin, dann machen wir dasselbe auch noch hier. Und man kann hier so richtig schöne überlappende Killing Zones setzen, um dafür zu sorgen, dass der Gegner dann hier nichts zu lachen hat an der Stelle. So, und wir machen dasselbe hier noch so. Für euch ist es auf jeden Fall interessant zu wissen, dass diese Sachen, die ihr hier baut, die bleiben auch in diesen Gebieten drin. Also wenn ihr später hier wieder eine Schlacht schlagt, dann sind die Sachen, die ihr gebaut habt, immer noch da. Allerdings nur, wenn sie nicht zerstört werden. Ne? Also es gibt verschiedenste Arten und Weisen, wie hier Sachen zerstört werden können. Ich mache das hier tatsächlich mal so. Dann haben wir jetzt hier tatsächlich unsere gesamten Punkte ausgegeben, wie ihr gesehen habt. Und ich könnte es hier natürlich auch noch, wenn ich wollte, hier Stacheldraht legen. Ja, aber nur, um euch zu zeigen, wie es geht. Ich habe jetzt eine ganze Menge Punkte ausgegeben und habe jetzt einen Fehler gemacht. Ich habe keinen Observation Balloon gesetzt. Das heißt also, wir können nicht weit in die gegnerische Zone reingucken. Wir müssen jetzt also damit leben, was jetzt kommt. Vorher noch ein Wort jetzt hier zu weiteren Sachen, zu unseren Trenches, zu unseren Gräben. Es gibt drei verschiedene Arten von Kampfgräben. Einmal Basic, dann gibt es die Verbesserten und die Fortgeschrittenen. Die einfachen sind einfach nur Löcher im Dreck. Dann haben wir hier die Holzverstärkung und dann hier noch die Betonverstärkten. Jeder davon bringt mehr Vorteile und mehr Schutz vor Artilleriefeuer. Im Grunde ist man in so einem Graben aber schon weitgehend gegen Beschuss von normalen Infanterie- und Panzereinheiten weitgehend geschützt. Aber es verbessert halt immer mehr hier den Schutz gegen, gegen Artilleriefeuer, um dafür zu sorgen, dass man hier nicht rausgebombt wird, weil das macht die KI sehr, sehr gerne. Wir können, wenn die Truppen quasi durch diese Gräben, also zu diesen Gräben hin wollen, müssen sie entweder draußen laufen, was aber sehr gefährlich ist, wenn Feinde kommen. Man kann auch diese Gräben natürlich, wie ihr sehen könnt, miteinander verbinden, um dann zum Beispiel hier einen solchen Weg durch die Gräben zu ermöglichen, damit die Soldaten hier nicht unnötige Risiken eingehen müssen. Moment, das mache ich hier gerade eben nochmal, um euch das hier auch zu zeigen, ne, was aus meiner Sicht jetzt hier unter Umständen sinnvoll wäre. Nur so als Beispiel. Ne? Und das könnt ihr dann gestalten, wie ihr wollt. Halt bis hier zu dieser Zone, wo die Mondlandschaft beginnt, da könnt ihr natürlich nichts mehr bauen. Die restlichen Supply-Punkte, die übertragen wir jetzt hier noch in den Kampf. Hab halt keine mehr. Und ich hätte auch noch andere Sachen machen können, wie zum Beispiel Mörsernester oder auch, weil ich das schon erforscht habe, eine riesige Untergrabung hätte ich machen können, um den Feind zu unterminieren und dann eine Zone, die allerdings für mich blind ist, also ich wüsste nicht, wo der Feind sich exakt jetzt hier befindet, in die Luft jagen. Ihr seht, es gibt hier verschiedenste Objectives, A, B, C für uns, das sind die Gebiete, die der Gegner einnehmen muss und hier unser HQ. Die bringen alle Siegpunkte um, entscheiden dann quasi, wie die Schlacht dann sozusagen endet. Auf der Gegenseite gibt es auch. Ich könnte auch gegenangreifen, aber das ist meistens eher, sage ich jetzt mal, nur wenn man feststellt, hey, ich möchte jetzt quasi, ich habe einen defensiven Sieg, der geht gerade so ein Sieg, ich möchte jetzt einen glorreichen haben, der Gegner hat alle seine Truppen verheizt, dann macht das letzten Endes Sinn. So, und jetzt will ich euch gerade hier nochmal ein bisschen Battle-Footage zeigen. Hier seht ihr nochmal, wie hier das alles so schön dargestellt ist mit diesen Propagandabildern aus der damaligen Zeit, Propagandapostern und Plakaten. Und jetzt beginnt die eigentliche Schlacht. Jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Supply, aber ihr seht, ne, jetzt, die sind halt dafür da, um noch Truppen hier aufs Schlachtfeld zu rufen. Das kann ich auch jederzeit tun, hier zum Beispiel Truppen jetzt hier in meine Gräben reinzurufen. Mache ich jetzt einfach mal hier an der Stelle. Nur um zu zeigen, ne, dass es geht. Es gibt auch relativ wenig Grund, warum ich das jetzt hier gerade eben nicht tun sollte. Ich packe jetzt hier schon, mal in die vorderste Front noch mehr Truppen. Warum mache ich das? Weil keine Bombardierung stattgefunden hat. Die KI kann nämlich, genauso wie wir, wenn wir Siege-Artillerie haben, ganz massiv schon mal am Anfang der Schlacht unsere Zonen bombardieren und damit schon mal schwere Schäden vor eigentlichem Schlachtbeginn starten. Das kostet die aber natürlich auch eine Menge an Versorgung, die sie erstmal haben muss. Wir wissen jetzt momentan nicht, wo der Feind angreift. Wir werden das jetzt hier aber bald feststellen. Denn sie werden kommen. Wir sehen da oben, das hier ist die Versorgungs- und Kampfkraft des Feindes. Das hier ist unsere. Aber ich denke trotzdem, dass wir nicht so schlecht dastehen, weil wir stehen schließlich in der Defensive und haben einige Maschinengewehrnester, die wir aufgebaut haben. Wenn der Feind jetzt allerdings mit Panzern kommt, könnte es sein, dass wir natürlich massive Probleme haben. Hier oben sehen wir auch quasi, wie momentan sozusagen, das ist sozusagen der Sigometer, wer also momentan gerade eben positiv dasteht, von den gesamten Ergebnissen her.
Und hier können wir Pause machen, das Spiel langsam, normal oder schnell laufen lassen. Und wenn euch das zu groß ist, könnt ihr das Ganze ja auch verkleinern. Wenn ich jetzt einen Ballon hätte, ich habe jetzt halt bloß keinen, könnte ich den in die Lüfte steigen lassen und dann würde der mir so einen Radius zeigen, der viel größer ist, dass ich noch weiter gucken kann. Bis jetzt können halt meine Truppen halt nur so weit gucken, wie sie halt gucken können, ne? Also dann auf normaler menschlicher Ebene und nicht aus der Vogelperspektive. Wenn ich Flugzeuge hier hätte, beziehungsweise ein Flugfeld, in dem Flugzeuge stationiert wären, könnte ich auch Air Support benutzen. Da wären dann zum Beispiel solche Sachen möglich, wie dass ich einfach mit den Flugzeugen feindliche Infanterie beschieße. Ich könnte Bodenbombardierungen durchführen, um zum Beispiel solche Stellungen auszuheben. Ich könnte feindliche Ballons versuchen abzuschießen oder ich könnte versuchen, wiederum feindliche Flugzeuge in Luftkämpfe zu verwickeln. Und dann gibt es natürlich noch die Siege-Artillerie, die man auch einsetzen kann, aber sehr, sehr teuer ist im Einsatz. Die macht deutlich mehr Schaden als normale Artillerie. So, hier beginnt es jetzt also schon. Da seht ihr jetzt hier diese riesige Welle, die da jetzt ankommt. Und die werden jetzt hier von unserer Infanterie, aber auch von unseren MG-Nestern hier unter Feuer genommen. Wenn man der Meinung ist, oh, 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 das sieht aber gar nicht gut aus, dann kann man mit der eigenen Artillerie versuchen, den Feind unter Feuer zu nehmen. Und dann gibt es hier unterschiedliche Feuermodi, je nach Art der Artillerie. Leichte Artillerie kann einen normalen Unterdrückungsfeuer durchführen. Sie kann aber auch eine Rolling Barrage machen, wie ihr es vielleicht aus dem Ersten Weltkrieg kennt. Und wenn wir die richtige Technologien haben, können wir auch Rauch schießen. Ich mache jetzt einfach mal einen ganz, ganz normalen Schuss. Und der kann natürlich nur innerhalb unseres Kegels hier stattfinden. Und jetzt ballere ich einfach mal dahin. Und dann schauen wir uns mal das Ergebnis jetzt hier an. Ihr seht jetzt hier, die arbeiten jetzt hier und schießen, bum, bum, bum. Und jetzt schlägt die Artillerie hier ein. Und ihr seht, ne, also diese menschliche Welle-Offensive, die hat es nicht leicht. Also es ist alles andere als einfach, selbst in einer solchen Situation, eine solche Grabenanlage zu stellen. Das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen, obwohl die jetzt hier so viele Truppen an uns ranwerfen. Denn die laufen, wie gesagt, halt einfach über offenes Feld. Und dabei haben wir hier nicht einmal Stacheldraht aufgebaut. Wenn die Stacheldraht hier hätten, müssten sie sich langsam durcharbeiten und würden in der Zeit sogar noch leichter von uns unter Feuer genommen werden können. Allerdings würde der Stacheldraht natürlich auch unter Umständen mit der Zeit Schaden nehmen. Insbesondere wenn Panzer oder sowas drüber fahren, die machen die dann natürlich ganz schnell kaputt. So, und ihr seht es hier, was wir jetzt hier damit angerichtet haben. Wir haben de facto keine Verluste erlitten. Und all die Truppen, die jetzt hier angekommen sind, das waren sicherlich ein paar hundert, haben wir weggemacht. Aber ihr seht es auch hier, die KI zerstört jetzt hier gerade eben. Hier mein MG-Nest hat es gerade eben hier vernichtet und damit ist jetzt hier diese Position ein bisschen angreifbarer. Aber das ist alles halb so wild. So, und jetzt ist halt die große Preisfrage, traut sich die KI einen zweiten Angriff dieser Art zu oder nicht? Ihr seht, nee, tut sie nicht. Die sieht es ein, das schafft sie nicht. Sie bietet mir jetzt als Angreifer einen Waffenstillstand an und ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ja, das mache ich oder nö, das mache ich nicht. Hätte ich jetzt selber hier noch Siege-Artillerie und wäre quasi ähnlich gut aufgestellt wie sie, dann würde ich mir sogar vielleicht sogar sagen, nee, nee, machen wir nicht, ich mache einen Gegenangriff. Aber in diesem Falle akzeptieren wir den Waffenstillstand und schauen uns das Kampfergebnis an. So, denn das reicht uns eigentlich jetzt schon, um dafür zu sorgen, dass die KI jetzt hier nichts zu lachen hat. So, ich zeige euch jetzt auch gerade eben nochmal hier die Auswertung. Da gibt es nämlich eine ganze Menge Zeug, wie ihr sehen könnt. Und das war sogar ein Great Victory. Warum war das ein Great Victory? Wir haben de facto nichts verloren. Wir haben zwei Trench Weapons verloren, also zwei Maschinengewehrnester durch diesen Luftangriff, haben denen aber 4710 Infanteristen ausgeschaltet und 80 Grenadiere, das ist de facto Elite, schon 50, nicht 80. Und das ist halt einfach gewaltig. Und dann seht ihr noch, ihr bekommt dann hier nochmal Belohnungen nach der Schlacht unterschiedlichster Art für eure Leistungen. Und der Gegner bekommt das entsprechend natürlich auch. Und man kann sich auch nochmal die Details anschauen. Ne? Also das hier ist jetzt hier unsere Armee, wie die sich hier geschlagen hat. Wir haben nichts verloren. Und auf der deutschen Seite, au, 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 au. Na, ihr seht, da hat es ganz viele komplett zerlegt. Die haben es gerade noch so nach Hause geschafft, um zu berichten. Und die KI hat einfach eingesehen, nee, das wird hier leider nichts. Da müssten wir anders vorgehen an der Stelle. Ich habe noch keine Ahnung, wie das im fertigen Spiel sein wird. Also wie gut die KI sein wird, wie schwer sie sein wird.
habe ich überhaupt keinen blassen Schimmer. Ich konnte bis jetzt nur die Demo spielen. Und das könnt ihr theoretisch auch, ne? Denn die Demo ist auch für euch verfügbar. Ja, und im Großen und Ganzen war das jetzt hier sozusagen die Situation. Dadurch, dass wir jetzt hier so hart gewonnen haben, bekommen wir plus 10 auf unseren nationalen Willen und die Deutschen verlieren 22 ihres nationalen Willens. So, und jetzt seht ihr quasi, das ist jetzt hier ein Event, so sehen dann die Events in diesem Spiel aus, dass wir dann hier quasi durch das Voranschreiten der Zeit noch mehr Forschung bekommen und jetzt hier mit Geld und weiteren Forschungspunkten versorgt werden, einfach nur, weil ein neuer Monat beginnt. So, dann gibt es hier noch Spione überall. Das ist auch ein Event, das reduziert jetzt wiederum meinen nationalen Willen. Einfach weil überall Spione aktiv zu sein scheinen. Ob das wirklich der Fall ist oder nicht, das wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall wissen wir, sie haben es nicht geschafft, hier in North Sea anzugreifen. So, ihr seht es auf jeden Fall, ne? Die haben jetzt hier gerade eben erst gekämpft. Deswegen haben die jetzt auch ein bisschen War Exhaustion bekommen. Für die ist es also jetzt eigentlich nicht so cool, wenn sie jetzt hier nochmal angegriffen werden würden. Wir haben auch noch einen weiteren Malus, der heißt Disunity of Command. Das ist sozusagen ein Malus dafür, dass die verschiedenen Nationen hier mit einer Sprachbarriere, also Franzosen, Briten, Amerikaner und auch kulturellen Barrieren, aufeinandertreffen. Die Deutschen haben diesen Malus nicht. Die haben dafür andere Mali und Boni. Es gibt auch Boni für jede Nation. Die Franzosen sind gut darin, was die Logistik angeht. Die Briten können besser schießen und die Amerikaner stehen auf Panzer. Das heißt, sie haben einen erhöhten Moralbonus, wenn sie mit Panzern unterwegs sind und haben weniger Angst vor feindlichen Panzern, weil sie die einfach cool finden. So, und ihr seht jetzt hier, was hier Phase ist. Hier in Rethel haben sie überhaupt gar keine Verteidigung mehr so richtig. Deswegen ist es aus meiner Sicht jetzt mal sinnvoll, mal gucken, was passiert, wenn wir jetzt hier angreifen. Ihr seht hier, wir könnten jetzt also hier angreifen und durch unsere Aufklärung wissen wir, was da auch ist. Also wir können es jetzt ziemlich klar sogar sagen und ich mache jetzt hier einfach mal eine Autoberechnung. Und dann seht ihr hier quasi, wir haben zwar nichts gewonnen, aber der Gegner hat mehr darunter gelitten. Und wir konnten ihn deswegen jetzt hier hart schwächen. Und wenn wir jetzt noch einen zweiten Angriff durchführen, dann seht ihr, dann sagt uns das Spiel, das wäre höchstwahrscheinlich ein Minor Victory. Wenn wir das jetzt hier selber spielen würden, was wir jetzt hier nicht wirklich tun, sondern ich tue es nur andeuten, damit ich euch nochmal ein paar weitere Funktionen zeigen kann, dann könnten wir vielleicht sogar einen glorreichen Sieg rausholen und damit quasi den letzten Stern von Rethel wegmachen. Diese Sterne regenerieren sich übrigens, wenn ihr eine Runde lang, also einen Monat lang nicht angreift, dann regeneriert sich so ein Stern wieder. Das heißt also, ihr müsst schon in bestimmten Gebieten Druck machen. Wenn ihr irgendwo durchbrechen wollt, also man muss sich immer auf bestimmte Punkte konzentrieren, man kann mal nicht hier und nicht mal da, das ist quasi alles nicht so einfach. So, und jetzt seht ihr hier quasi, das ist jetzt hier unsere Situation, wir könnten jetzt hier eine Menge Zeug bauen, wie zum Beispiel jetzt hier so einen Laufgraben könnte man jetzt hier bauen, damit die Truppen jetzt hier leichter rüberkommen, man könnte hier noch so einen Laufgraben machen, was auch Sinn machen würde, nur so als Beispiel, ne? Und was wir auch noch machen könnten, ist jetzt hier zum Beispiel Siege Artillerie kaufen, damit jetzt hier zwei Tage lang hier der Feind hart bombardiert wird. Wir machen jetzt hier Ballons in die Lüfte, dass wir den Feind hier auch leichter aufklären können. Ich will euch auch zeigen, wie dieses Undermining hier funktioniert. Ich setze jetzt hier deswegen mal jetzt hier mal eines dahin. Also da machen jetzt unsere Truppen unterirdisch einen Graben und verminen dieses gesamte Gebiet, bis es zu einem mächtigen Badabum kommt. Dann machen wir nochmal eine leichte Artillerie hin. Wir machen hier eine leichte Artillerie hin. Und jetzt holen wir unsere Truppen rein. Und ich würde aber mal sagen, komm, wir machen das jetzt hier einfach mal ganz stumpf. Einfach mal hier, genau, ich weiß auch gar nicht, wo ich angreifen möchte. Wahrscheinlich auf der rechten Seite, aber ich habe jetzt da drüben schon mal ein paar Truppen. Dann hier genau das gleiche. 1, 2, 3, 4. Ich werde jetzt hier keine Maschinengewehrnester setzen. Warum? Das ist ganz einfach. Weil es aus meiner Sicht keinen Sinn macht, wenn ich hier sowieso angreife, Maschinengewehrnester zu setzen. Ich nehme auch ein paar Flammenwerfer-Dudes noch mit. Für die zweite Angriffswelle. Und wir werden auch noch ein paar Panzer vorschicken. So, und dann habe ich gleich ja meine gesamte Kampfkraft jetzt hier letzten Endes ins Feld geworfen. Hier auch noch ein paar hin, einfach um die Position zu verteidigen. Und damit können wir die Schlacht hier schon mal starten. Nur damit ihr quasi das auch nochmal gesehen habt, was noch alles so möglich ist.
Es gibt immer nur noch so ein paar Sprüche von Generälen oder von Politikern aus der damaligen Zeit, passend zum Krieg, was auch nochmal so ein bisschen, die Stimmung für die damalige Zeit bringt. So, okay, also die Schlacht beginnt, wie ihr seht. Und das ist jetzt hier schon die Siege Artillery, die ich bestellt habe, die richtig fett badabum macht. Ich erhebe jetzt hier meinen Ballon, um zu sehen, was für einen Effekt hatte das eigentlich. So, und damit sehen wir, aha, das hier ist jetzt also das unterminierte Gebiet. Mal gucken, was passiert, wenn wir das jetzt hier tatsächlich mal detonieren lassen. Dann entsteht nämlich ein ordentlicher Krater, wie ihr seht. Und das fanden die gar nicht gut an dieser Stelle hier. Diese sind alle jetzt hier weg. Und ihr seht, da bleibt nur noch ein riesiges Loch übrig. So, das müssen wir eigentlich nur noch die uns jetzt hier holen. Und das können wir damit machen, indem wir jetzt hier zum Beispiel jetzt einfach die jetzt hier mit Artillerie schwer unter Feuer nehmen. Ihr seht, hier komme ich nicht dran. Aber ich kann zum Beispiel jetzt hier auch eine solche Feuerwalze schicken. Dann schicke ich jetzt hier noch meine Panzer wie vor. Die gehen dahin. Und dann stürmen wir mit unserer ersten Infanteriewelle diese Gräben. Und sehen mal, wie gut das Ganze klappen wird. Da seht ihr es hier, das ist diese Feuerwalze, die sich vorbewegt. Die ist eigentlich ganz gut dafür da, um dafür zu sorgen, dass der Feind Sicht verliert, denn dieser Rauch verhindert, dass der Gegner viel sehen kann. So, und ihr seht jetzt hier unsere Fahrzeuge, diese Panzer schießen jetzt hier schon ganz hart jetzt hier auf die feindlichen Einheiten. Ich muss sie bloß ein bisschen weiter wegbewegen, weil sonst können die nicht auf sie schießen, ne? So, und ihr seht es hier, meine Panzer tanken jetzt hier ein klein wenig, währenddessen sie verzweifelt mit ihrer Artillerie jetzt hier gegenhalten. Das Grüne ist übrigens die Lebenspunkte unserer Männer und das Weiße ist unsere Moral. Und jetzt stürmen wir hier diesen Graben und haben dann jetzt hier quasi Nahkämpfe und nehmen jetzt ihnen hier diese Gräben einfach aufgrund der Tatsache, dass sie schon angeschlagen waren, weg. Und so würden wir jetzt dann vorrücken, um zu versuchen, in die nächsten Gräben zu kommen, wobei wir noch überhaupt keine Ahnung haben, was sich da oben befindet, um dann letzten Endes so nach und nach diese Objectives einzunehmen, um dann Siegpunkte zu generieren. Das wäre dann hier quasi der gesamte Gag. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel schon mal, da gibt es jetzt hier tatsächlich noch mehr vom Feind. Wie zum Beispiel jetzt hier ein MG-Nest. Aber dieses MG-Nest kann ich einerseits jetzt hier versuchen, mit dem Panzer jetzt hier auseinanderzunehmen. Oh, der Panzer zerstört ja sogar richtig krass hier das Gebäude. Oh, fahr weg, die Artillerie schießt. Lass dich ja nicht hier cashen, mein Freund. Da drüben schießen sie auch, wie ihr sehen könnt. Und da könnte ich jetzt hier natürlich jetzt wieder mit meiner eigenen Artillerie Druck machen, um zu verhindern, dass jetzt hier zu viel in dieser Richtung passiert. Aber es würde natürlich nicht verlustfrei laufen, wie ihr euch ziemlich sicher vorstellen könnt. Und last but not least hole ich jetzt hier natürlich nochmal einen Flieger ran, um zum Beispiel jetzt hier diese feindliche MG-Stellung auszuschalten. Denn solange diese MG-Stellung jetzt hier ist, hätten meine Männer natürlich überhaupt gar keine Chance, hier lebendig auch nur hinzukommen. Denn diese MG-Stellung, ich sag's euch, also die rasieren wirklich die Truppen in kürzester Zeit weg. So. Und gleichzeitig machen wir jetzt hier auch noch diese Position hier alle. Jetzt müssen wir nur ganz kurz warten. Da kommt jetzt hier auch mein Fliegerchen schon angeflogen. Es gibt keine Luftabwehr außer andere Flieger. Und der bombardiert jetzt hier diese Position und wird jetzt hier diese MG-Stellung zerstören. Ich mache mal die Geschwindigkeit gerade eben mal höher. Nein, ihr seht es hier. Normalerweise würde ich jetzt hier die Panzer nicht vorne stehen lassen, weil die werden jetzt mit der Zeit zerstört. Ich mache es jetzt einfach mal gerade eben nur aus Vorführzwecken. So, zack, und dann ist jetzt hier diese MG-Stellung, wie ihr sie jetzt zerstört. Also ein Problem weniger. Und der bewegt sich jetzt hier mal besser wieder weg, damit er jetzt hier nicht unnötig hops geht. Wichtig für uns zu wissen ist, dass dieser Bereich hier nicht durch Panzer eingenommen werden kann. Das können nur Infanteristen, ne? Und das heißt, ich müsste jetzt hier dann einfach nochmal diese Gegner hier rausbomben und dann mit einer riesigen Menge an Infanterie overwhelmen, was riesige Verluste auslöst, die wir aber schon aus der Sicht der KI gesehen haben, um dann letzten Endes hier vielleicht das Hauptquartier oder sogar die gesamte Map einzunehmen. Was aber wirklich bockschwer ist und dieses Spiel schafft es wirklich verdammt gut,
dieses Gefühl der Sinnlosigkeit dieser Wellen und wie schwer es ist, anzugreifen im Ersten Weltkrieg, in Szene zu setzen. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch für eure Aufmerksamkeit und hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Falls es euch interessiert, könnt ihr euch die Demo ziehen. Die gibt es einfach bei Steam. Die könnt ihr genauso spielen wie ich. Und ich glaube, ich verlinke sie euch sogar noch unten in der Videobeschreibung. Und falls ihr euch das Spiel günstig bei Gamesplanet vorbestellen wollt, ihr wisst Bescheid, auch unten in der Videobeschreibung. Haut rein, macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und ade.